Ist es noch zu früh für Ertrunkene? Oh, guck mal. Da angelt einer. Na, schon was gefangen? Oder schläfst du? Der schläft. Der pennt einfach. Kann ich meditieren, du? Oh nein, ich muss niesen. Entschuldigung. Um eine bestimmte Zeit lang auszuruhen, wähle mit L eine Uhrzeit auf dem Ziffernblatt der Uhr aus und drücke dann X. Fertig. So ist Mitternacht. Wo sind die Ertrunkenen? Hallo? Hallo? Ich brauche doch nur Hirn. Da vorne. Hirn. Warum will er die ganze Zeit, dass ich überhaupt Bandenpapiere lese? Ah. Ah, falsche Taste. Ja, lass mich mal. Aua. Hallo. Hallo. Komm schon, komm näher. Hallo. Hallo. Falsche Taste. Hallo. Tada! Oh, scheiße, ich habe lange nicht mehr gespeichert, ne? Ach, geht ja noch. Geht ja noch. Hat ich ja vorhin extra zum Beispiel aufgefordert hatte. Ich muss doch öfter speichern. Öfters! Wie läuft da? Komm, ich mach schon mal direkt Mitternacht. Ich kann auch hier schon Ertrunkene jagen, das ist kein Thema. Da. Hallo, Juna. Kann doch nicht weg. Aber. Da hinten. Komm her. Komm. Komm her. Gut, oder nicht? Krieg ich ein bisschen Hirn? Dankeschön. Meins? Komm schon, nimm es mit. Wo ist der andere? Mehr her. So, Alchemie. Ey. Schwalbe. Dankeschön. Und Quest verfolgen. Guten Tag. Du hast doch nicht einfach das hin, bei dir noch was rettet, oder? Hä, das ist ja nicht für mich. Bei mir bringt das nichts mehr. Ich brauch das nicht.
Das ist für die Frau da hinten. Was ist das? Da war einfach eine Kiste. Cool, oder? Die lag da einfach so rum. Hey, Lena. Juhu, Lena. Lena? Achso, ich soll mit der Kraterfrau reden noch so. Tomira? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Dankeschön. Das sind Fertigkeitenpunkte erhalten. Stufe 2. Ja? Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Spannend. Leb wohl. Bis dann. So, Fertigkeiten. Navigiere zu Charakter. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufstiegst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle mit L eine Fertigkeit aus und drücke dann Viereck, um sie zu entwickeln. Diese Fertigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten und ist immer aktiv. Schnelle Nahkampfangriffe werden mit einem der Schwerter ausgeführt. Achso, ich soll da unten gucken, okay. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen. Ja, aber ich mache eher schneller, das Dings. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Zielen mit der Armbrust. Ich habe keine Armbrust. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Oh ja. Mach das da. Jo. Damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitenplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Spannend. Wähle eine Fertigkeit aus und drücke X. Wähle dann mit L einen freien Platz aus und drücke X, um die Fertigkeit zu aktivieren. Ja, also so. Okay. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. So, aber ich habe keine Punkte mehr. Ciao. Typisch Frauen, hä? Oh, guck mal. Danke. So, ab zum Jäger. Ab die Planschen mitnehmen. Lalala. Ich gönn mir.
Kannst auch noch eine Fähigkeit aktivieren, oder? Ja, aber ich hab keine. Die da sind immer aktiv. Hier in der ersten Reihe und ansonsten kann ich halt nichts lernen. Ups, Entschuldigung. Das ist auch immer aktiv. Das auch. Ansonsten habe ich nichts. Ich brauche erst mehr Level und mehr Fähigkeiten. Ich bin unterlevelt. Sind wir ja nicht anders gewohnt. Leveln, genau. Dafür mache ich ja die Quests. Damit wir leveln. Und wir sind fast beim Jäger. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Mach gut, drücke. Ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Okay. Ich folge den Fußspuren. Folgen. Der läuft aber komisch. Scheint mich zu benutzen. Ich habe gehört, in diesem Spiel ist die Anzahl der Quests sehr übersichtlich. Ja, habe ich auch gehört. Richtig angenehm und so. Sind auch bestimmt ganz, ganz schnell durch und so. Guck mal, hab ihn gefunden. Bist du Miss Love? Psst. Okay. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Kommen wir dieses Spiel noch... Das Spiel dieses Jahr noch durch? Nee, das spielen wir nächstes Jahr auch noch. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Nächste Woche ist Endkampfblock. Was? Was? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Ja, kein Problem. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Das Spiel eigentlich extra für die PlayStation gekauft oder hatten die das sowieso schon? Wir hatten sowieso schon. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht, weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse und Menschen leidenschaftlich hassen. Eine PS4-Version, oder? Richtig. Für den PC haben wir es auch, aber ich dachte mir, das wird so mindestens so enden wie mit Valhalla. Ruckeln. Das auch für die PS5. Ich spiel's auf der PS5. Noch ein Angriff. Was jetzt, du Stück Dreck? Hör auf zu weichen.
weiß schon, warum ich mir Valhalla für die PS5 geholt habe. Was? So. Oh. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Oh nein, Dieter! Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Kann ich hier looten? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Bist du dir da sicher? Warte, der Greif auch und will ich als Nachtisch. Nachtisch. Ich hab noch Kekse. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. So viel Blut. Oh, Freifall. Ein Lager? Was ist das? Glaube nicht. Ich soll immer noch Zeug untersuchen. Ich sehe nichts mehr leuchten. Du bist ja erst am Wackeln. Ist wohl windig heute. In der Nähe. Aha! Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Hä, die Spuren haben noch voll in die Richtung gezeigt, oder nicht? Oh ne, gar nicht. Oh ne, ich soll gucken, wo die herkamen. Was ist das? Ich glaube, die Brücke ist kaputt. Hm.
Oh, da unten ist eine Kiste, will haben. Zwei Kisten. Dankeschön. Komm schon, du schaffst das. Geh da hoch. Hüp. Da sind wieder Schritte. Na. Das kannst du jetzt nicht tun. Doch, kann ich. Guck. Meine Spuren hin. Ich glaube, ich muss da hoch. Hep. Ja. Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei Kreis gedrückt, um dich an Vorsprüngen auf der anderen Seite festzuhalten. Hipsala. Und hoch. Da sind Fußspuren. Das heißt. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Okay. Dort war ich aber nicht. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche. Bäh. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt... Und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstungen anfertigen. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Das ist jetzt aber gemein. Darf der Controller das? Nee, ne? Wie kann er nur? Das akzeptiere ich jetzt aber nicht. Geht gleich weiter. Das Kabel einstecken. So. Gut dann. Zurück zu Wesemir. Abkürzung. Beste Abkürzung. Fortsetzung folgt. Ständig ist dieser Akku leer. Ja, das ist es. Ich bin ja schon 63 Mal gestorben. Hä? Lüge! Robot! Ich sollte ihn zurücksetzen, oder? Bitte dranbleiben, morgen geht's weiter. Habe. Bei Hören.
Ich setz mal eben Mobot zurück, ne? Auf 2. Bin zweimal gestorben, ja? 2. Zweimal. Nicht 63. Nein, er hat nicht recht. Der lügt. Der lügt.